Ostern, das Gewissheiten erschütternder Erdbeben. Also ihr seht, diesen Graben ist dort leer und wir werden uns heute mit Matthäus 28 beschäftigen. Ich habe schon aus Markus, ich habe schon aus Lukas gelesen und da auch diese Auferstehungsgeschichte aus Matthäus möchte ich lesen. Also wenn wir die nächste Folie anschauen, dann sehen wir, wie viele Menschen müssen sich so vorstellen, dieses Snacks, nicht wahr? Fröhlich. Dieses Frühling, dieser Winter ist vorbei, schöne Blumen, Ostereier, vielleicht sogar Osterhasen, alle Symbole von dieser Fruchtbarkeit. Aber Ostern ist ganz viel mehr. An Ostern geht es auch um Leben und Tod. Auf der nächsten Folie, Ostern ist ein Erdbeben. Das habt ihr nicht erwartet heute, oder? So ein Erdbeben, auf die zwei verschiedenen Textstellen, die ich gelesen habe, da kommt kein Erdbeben drin vor. Achtung, wird noch. Matthäus 28 steht ein Erdbeben da drin. Habt ihr schon ein Erdbeben erlebt? So, ein paar von uns haben das, ja, genau. Also alles über 6 auf diese Richterskala, da wird es langsam bei mir wenigstens, wo ich denke, das möchte ich nicht. So 4,8 habe ich mal erlebt und da wankte alles ein bisschen und die Tasten fielen aus dem Schrank und man dachte, was ist hier los? Am richtigen, heftigen Erdbeben, das ist schon, wo man denkt, hoppla, geht es doch hier zu Ende. Japan 2012 haben wir damals dieses Erdbeben denn da auch erlebt, dieses schwersten Erdbeben seit 140 Jahren auf diesen Inseln. 20.000 Menschen gestorben durch Erdbeben, Tsunami, Eisenbahnschienen auseinandergerissen, eine gesamte Infrastruktur kaputt. Und auch ein bisschen diese Gewissheit ist damit zerbruch. Also unsere Ingenieure haben Erdbeben sicher gebaut, haben wir gedacht. Wir haben alles im Griff, haben sie gedacht. Alles wird irgendwie gut gehen. Es lässt sich alles beherrschen, hat man gedacht. Auch Atomreaktoren. Auch da sind viele Gewissheiten total eingestürzt in sehr kurzer Zeit. Meine Mutter und ich, wir waren für ein paar Monate in Dublin, dort wurde Titanic gebaut. Da war ich in diesem Museum denn dort und vor gut ungefähr 100 Jahren ist damals der Titanic auch losgesegelt für diesen ersten losgefahren, genau, ich habe keinen Segel, losgeschifft, also nach Amerika dann hin und haben gesagt, selbst Gott kann diesen Schiff nicht versenken, hieß es damals. So, sicher, todsicher. Es ist möglich, todsicher zu sein und vollkommen falsch zu liegen. Alle Gewissheiten sind da ins Meer versunken. Auf der nächsten Folie, da steht auch, dass die Frauen, die zum Grab kamen, waren denn dort, um Jesus zu salben, einen Toten vorzubereiten. Auch diese Frauen haben ihre Gewissheiten. Diese Gewissheiten waren recht negativ. So. Vielleicht haben sie gedacht, es gibt immer noch die Mächtigen. Es gibt immer noch die, die da oben sind und wir sind hier unten. Wer kein Geld hat, kann nichts bewirken. Die, die Geld haben, werden ihre Wille durchsetzen. Weil Jesus hat sich bestätigt, nicht wahr? Die Reichen, die Mächtigen haben schon wieder gewonnen. Eine kurze Zeit haben diese Frauen die Hoffnung gehabt, da würde eine Revolution, eine Veränderung stattfinden. Jesus, der einfache Mensch, würde denn sein Königreich aufbauen. Aber stattdessen wurde er gekreuzigt. Und auch eine andere Gewissheit haben sie gehabt. Tod ist tot. Tod ist tot. Wer einmal tot ist, der wird für immer tot bleiben. Vielleicht haben wir auch irgendwelche Gewissheiten, Festlegungen, Dinge, die wir glauben, dass sie wahr sind. Vielleicht haben wir persönliche Gewissheiten, mit denen wir durch das Welt hindurchgehen. Ich bin nur so einmal so. Ich kann nicht mehr aus meiner eigenen Haut. Und ich habe nun mal Pech in Beziehungen. Und ich finde keinen richtigen Platz in meinem Leben. Und man findet mich einfach nicht interessant, liebenswert. Setz da ein, was du möchtest. Wir haben so Dinge, die wir glauben. Und siehe, es geschah einen großen Erdbeben. So werden wir gleich bei Matthäus lesen. Ein Erdbeben, der alle Gewissheiten vollkommen erschüttert. Ein Erdbeben, das diese Gewissheiten dieser Frauen von damals, aber auch deine und meine Gewissheiten, so
total in Frage stellt. Lass uns Matthäus 28, Vers 1 denn vorlesen oder zusammenlesen. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Und der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilig hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen ebens vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Vielen Dank, dass ihr mitgelesen habt. Also auf der nächsten Folie steht denn da: Ostern ist das Gewissheit erschütternde Erdbeben Gottes. Also die Auferstehung von Jesus erschüttert alle Gewissheit, dass gegen die Mächtigen nicht anzukommen ist. Es stockt einem in der Atem, wenn man in diesen Versen zusammen da liest: Da zitterten vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Da liegen sie nun, diese stolzen Weltmacht, diese römischen Soldaten, sie liegen im Koma, hochgerüstet, schwer bewaffnet, überall präsent und hier wie im Koma. Mit einmal sind die, die gerade noch so mächtig scheinen, die Soldaten, die das Grab bewachen, voller Furcht. Als wären sie tot. Und auch Pilatus, der hohe Rat, könnte nichts mehr da tun. Wenn wir heute so gebannt starren auf das, was da oben immer wieder geschieht, dann lernt uns auch diese Ostergeschehen, nicht länger uns in der Bahn schlagen zu lassen durch dieses Handeln von diesen Mächtigen. Denn es ist immer wieder leicht festzustellen, die Menschen, die unter schlimmen, schlimmen Regierungen leiden, 150.000 Christen im Jahr sterben, schätzungsweise durch Folter, weil sie an Jesus Christus glauben, die werden alle ihre Kraft brauchen, um festzuhalten. Die Mächtigen kommen, die Mächtigen gehen. Aber auch jedes Denkmal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht. Dem sichersten Standpunkt der Welt. Die Verantwortlichen dieser Welt, die uns mächtig, die uns überlegen erscheinen, werden nicht selbstverständlich diese Oberhand behalten. Damals, zur Zeit von Jesus, welche Rolle spielte eine religiöse Macht? Die Kirchenleitung damals in Jerusalem. Von ihr wird berichtet, dass sie dafür gesorgt haben, dass die römische Staatsmacht das Grab bewachte. Sie wurden sicher gehen, dass der Verführer Jesus, wie man ihn nannte, nicht gestorben wird. Und dass die Meinung nicht aufkommen könnte, dass er auferstanden sei. Was für ein Machtgehabe. Dietrich Bonhoeffer, ihm war es erschreckend klar, wie sehr sich die Kirche damals in der Zeit der NS von diesen Mächtigen dominiert wurde.
Er war einer von denen, die aktiv waren, eigentlich in der Widerstand gingen. Und ganz genau wusste, dass die Mächtigen am Ende nicht siegen würden, sondern Gott. Dabei sah es nicht immer so für ihn aus, als ob Gott siegen würde. Für ihn sah es aber unmöglich aus, dass Gottes Handeln zu verstehen, zu begreifen. Aber von seinem Bibel geschultes und sein beeinflusstes Gewissen drängte sich immer wieder diese Widerstände. Bonhoeffer, der von der Nazi kurz vor Kriegsende umgebracht wurde, sagte: Christus ist nicht in die Welt gekommen, dass wir ihn begreifen, sondern dass wir uns an ihn klammern, dass wir uns einfach von ihm hinreißen lassen in das ungeheure Geschehen der Auferstehung. Er hat auch gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Die Auferstehung von Jesus erschüttert die Gewissheit, gegen die Mächtigen nicht ankommen zu können. Zweitens, die nächste Folie. Die Auferstehung von Jesus erschüttert die Gewissheit, dass mit dem Tod alles aus ist. Der Stein, der alle Hoffnung der Frauen begraben hatte, ist weggerissen. Und von dem, der tot war, sagte der Engel, er lebt. Und diese feste Gewissheit ist mit einem Mal zusammengebrochen. Tod soll nicht mehr tot sein. Da ist ein emotionales Erdbeben, der Matthias hier für uns beschreibt. Dieses Gefühl, tummeln durcheinander. Was ist nun hier los? Ich kann mir vorstellen, wie traurig diese Frauen waren, aber gleichzeitig wie viel Freude sie spürten. Dieser Wechselbad der Gefühle. Jesus ist tot, aber Jesus lebt. Aber Jesus ist tot, aber Jesus lebt. Wie ist das nun? Was sie mit diese Frauen haben höchstwahrscheinlich diesen Körper von Jesus im Tod abgenommen. Haben vielleicht sogar die Augen zugedrückt. Haben ihn vielleicht sogar im Tuch gewickelt, um ihn kurz vor Sabbat da in den Grab zu legen. Um dann am nächsten Tag nach dem Sabbat, an den Sonntagmorgen hinzugehen und ihn vorzubereiten mit diesen Kräutern, die sie vorbereitet hatten. Und die waren wahrscheinlich in den Tränen nah, als sie dort zu dem Grab aufbrachten. Ihre Liebe zu Jesus so tief. Und mit einem Mal soll alles ganz anders sein. Mit einem Mal soll jetzt diese Freude aufkommen, was gar nicht so möglich ist. Kann ich das dann glauben? Kann ich wirklich glauben, dass Jesus auferstanden ist? Sie hatten wahrscheinlich sogar Angst vor der eigenen Hoffnung. Ich las diese Woche von meiner Frau aus den Vereinigten Staaten und ihr Sohn war Soldat dort in Afghanistan. Sie kriegte einen Anruf und wurde mitgeteilt, dass der Sohn gefallen sei. 3 Tage später rief der Sohn an. Mama, ich bin nicht tot. Und sie dachte, nein, das kann nicht sein. Doch, bist du es? Und diesen Zweifel und diese Hoffnung gleichzeitig in diese Frau in dem Moment zu spüren, bis sie endlich sagen würde, mein Sohn, du lebst. So ging es dieser Frau. Jesus war tot. Und doch lebt er. Kann das sein? Kann das sein? Was dauerte? Minuten, Stunden, bis es endlich da gesickert ist im Herz, im Verstand, im Herzen, dass ja, Jesus lebt. Die haben diese Angst gehabt. Vielleicht ist alles nur eine Täuschung. Voller Angst und voller Freude liefen sie vom Grab weg. Vielleicht sind wir heute nicht viel anders als bei den Frauen. Wir haben diese Freude, diese Angst. Kann es wahr sein, dass mit dem Tod nicht alles aus ist? Der Pfarrer Paul Dietenbeck hat einmal gesagt, Jesu Auferstehung bedeutet, dass einer gekommen ist, der aus dem Finale des Todes ein Zwischenstadium gemacht hat. Aus dem Finale des Todes ein Zwischenstadium gemacht hat. Der Tod kann Jesus Christus, also die Auferstehung und das Leben, genauso wenig aufhalten, wie die Nacht der anbrechende Tag auch diesen Tag aufhalten kann. Die Auferstehung von Jesus erschüttert diese Gewissheit, dass mit dem Tod alles aus ist. Und drittens,
Die Auferstehung von Jesus erschütterte die Gewissheit, dass sich in meinem Leben nichts ändern wird. Ostern, Auferstehung, geschieht genau da, wo Gottes Erdbeben unserer alten, traurigen, negativen Gewissheiten erschüttert. Wo wir durch diese Ruinen solche beeindruckende, wirklich Überzeugung hindurch was Neues zu erleben. Und Neues darf sich bahnbrechen in deinem Leben. Das Leben darf neu bei dir heute auch beginnen. Vielleicht sagst du, nein, das geht nicht. Ich kann nicht aus meiner eigenen Haut. Oder es geht nicht, ich habe nur immer Pech in meiner Beziehung. Oder es geht nicht, ich werde niemals vom richtigen Platz in meinem Leben. Oder nein, das geht nicht, ich finde niemanden wahr. Niemand findet mich interessant oder liebenswert. Und genau eben da möchte Gott da ansetzen. Und ein Erdbeben in dein Denken, in dein Sein schenken. Da, wo wir uns erstarrt, da, wo wir uns tot fühlen, möchte Gott sagen, muss das so bleiben? Muss das so bleiben? Darf ich diese Gewissheiten in dein Leben zum Einsturz bringen? Weil Jesus auferstanden ist, muss nicht alles so bleiben, wie es war. Du kannst dich selbst, das Leben und dann vielleicht auch das Sterben neu und anders sehen. Es gibt einen Mann, einen Genetiker, Francis Collins. Er hat ein Team von über 1000 Wissenschaftlern geleitet, die dieses Genom, also unser männliches Gen, ins Schlüssel haben. 40 verschiedene Länder waren daran beteiligt, um diese Erbgut zu entschlüsseln. Er ist aufgewachsen als Atheist und seine letzte Gewissheit war Physik, Biologie, Genetik, Medizin, das war seine Basis seines Lebens, an dem nichts zu schütteln war. Und dieses mit Gott irgendwie war für ihn nur eine sentimentale Weltflucht, so hat es genannt. Aber sein Weltbild kam ins Wanken, nicht durch brillante Argumenten von irgendeinem Prediger, nicht durch irgendetwas anderes, sondern weil er jemand begleitete, der todkrank war, aber dennoch Hoffnung besaß. Diese Sicherheiten wurden eingestürzt durch eine Begegnung mit einem gläubigen, todkranken Patienten, die er behandeln durfte. Und das Beeindruckende für ihn war, wie ehrlich, wie ohne Selbstbetrug diese Frau dem Tod begegnen könnte. Und sie wusste, das ist ein Doppelpunkt. Es geht danach weiter. Das hat dieser Mann so erschüttert, dass er anfing, selbst an Jesus Christus zu glauben. Die Auferstehung von Jesus erschüttert unsere Gewissheit. Diese Gewissheiten, dass sich nichts ändern wird. Doch bei Gott schon. Die letzte Folie mit Ostern, liebe Gemeinde, ist manches hoffentlich ins Wanken gekommen. Vielleicht lässt es sogar zu, dass manches mehr ins Wanken kommt. Dass dieses Ostern kein harmloses Frühlingsfest so bleibt für dich, sondern dass das größte Erdbeben der Menschheitsgeschichte auch bei dir ein paar Nachwehen spüren lässt. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, danke Herr, dass du gekommen bist. Danke, dass das Grab leer ist. Danke, dass du lebst und dass wir mit dir leben dürfen in aller Ewigkeit. Danke Herr, dass du in meinem Leben Dinge, die ich für fest auf Wahrheiten gehalten habe, dass du ein Erdbeben einfach durch ein Erdbeben sie erschüttern ließ. Dass du vieles, wo ich negative Dinge in meinem Leben hatte, durch dein Wirken Veränderungen bewirkt hast. Und ich möchte bitten, dass du heute Morgen ganz neu wirkst. Dass wir ganz neu unseren Horizont erweitern lassen durch dich, Herr. Durch das, was du tust, durch deine Auferstehungskraft, möchte ich bitten, Herr, wirke du. Verändere du und lass uns ganz neu dich sehen und dein Reich in dieser Welt erleben. Darum bitten wir, Herr.